Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, dieses Video entsteht im März 2020 in Österreich, wo aufgrund der aktuellen Situation rund um Covid-19 viele Veranstaltungen von einer Absage bedroht sind und schnell in den Online-Raum verlegt werden sollten. Das gilt natürlich auch für Bildungsveranstaltungen in der Erwachsenenbildung und wir stellen daher hier in einem Kurzvideo für die Erwachsenenbildung ein einfaches Modell mit den nötigen Elementen vor, die jetzt unterstützen können, wenn es darum geht, schnell in den Online-Raum zu kommen. Unsere These dabei ist, man braucht wirklich nur ganz wenige einfache Tools, falls man nicht sowieso ein Lernmanagementsystem zur Verfügung und vorbereitet hat. Der Rest ist didaktische Planung, Experimentierfreude und eine fehlerfreundliche Lernkultur. Das Modell, das wir hier vorstellen, ist pragmatisch, es ist niederschwellig, es ist natürlich unterkomplex, es ist natürlich nicht das beste und das perfekte Modell und es ist auch kein Rezept. Es verlangt natürlich einen erhöhten Lerneinsatz jetzt. Es wären sicherlich andere und bessere Folgen, aber es ist einfach so, dass wir jetzt als Community in der Erwachsenenbildung aufgefordert sind, gemeinsam zu lernen. Und das ist unser Beitrag, den wir hier jetzt Mitte März dazu einfach bringen können. Also es geht darum, online zu gehen, statt eine Veranstaltung abzusagen. Und unserer Meinung nach braucht es dafür im Grunde vier Elemente. Was notwendig ist, um eine Online-Veranstaltung durchzuführen, ist auf jeden Fall ein Kursraum im Internet. Das heißt, ein Ort, an dem alle Dokumente gesammelt sind, an dem die Termine zu finden sind, an dem zentrale Informationen und auch asynchrone Kommunikationen finden kann und sich auch austauschen kann. Das kann ein Lernmanagementsystem sein, wenn Sie schon zum Beispiel ein Moodle haben, werden Sie das verwenden. Sie können, wenn Sie das noch nicht haben und jetzt schnell eines brauchen, weil Sie längere Bildungsveranstaltungen durchführen, zum Beispiel jetzt mit Talent LMS einsteigen oder Sie verwenden Microsoft Teams, das während der Corona-Krise kostenlos ist. Und wenn Sie improvisieren müssen, können Sie auch das kostenlose Tool Trello verwenden. Trello ist eigentlich ein Projektmanagement-Tool, das man für diesen Zweck auch verwenden und herrichten kann, allerdings nur, wenn es um kürzere Bildungsveranstaltungen geht, von beispielsweise 2, 3 Tagen mit Online-Phasen dazwischen, nicht für einen Lehrgang geeignet, der nach einem Lernmanagementsystem verlangen würde. Bei ganz kurzen Bildungsveranstaltungen von beispielsweise einem Tag oder Halbtag kann als gemeinsamer Ort im Internet auch ein Padlet genügen. Das zweite Element, das Sie brauchen, sind Live-Treffen im Internet. Besonders wenn die Teilnehmer, Teilnehmerinnen eine Präsenzveranstaltung erwartet haben, ist es einfach wichtig, dass man mal live im Netz zusammenkommt mit Hilfe einer Videokonferenztechnologie, die ganz einfach ist, die sozusagen Skype-ähnlich ist, das die meisten ja kennen. Damit man sich einfach sieht und die Referentin wahrnimmt und mit ihr auch sprechen kann und je nach Möglichkeit, je nach Bandbreite der verfügbaren Internetleitungen sich auch alle zugleich einmal zeigen können oder wenigstens hintereinander auch mit ihrem Bild, mit Video zeigen können und einfach so das Gefühl einer Lerngruppe entstehen kann, die sich auch wirklich trifft. Dazu gibt es eine Reihe guter Technologien. Wir empfinden zurzeit Zoom sehr stabil und positiv. Es ist auch während der Corona-Krise gratis und es gibt eine Reihe weiterer Möglichkeiten, die ich noch kurz streifen werde im Laufe des Videos. Beispielsweise Jitsi. Jitsi hat den großen Vorteil, dass man es ohne Anmeldung und ohne Download verwenden kann, also auch ohne Administratorrechte. Es ist allerdings nicht so stabil, besonders bei mehreren Personen hat man zurzeit sehr schnell Probleme. Was Sie noch brauchen, sind Lernbausteine. Die hätten Sie für Sie Ihre Präsenzveranstaltung sowieso vorbereitet, beispielsweise eine PowerPoint-Präsentation oder ein Arbeitsblatt oder einen Reflexionstext oder dergleichen oder eine Übung. Diese Lernbausteine kann man recht leicht in den Online-Raum bringen oder dafür eigene finden.
Man kann beispielsweise Übungen sehr einfach auf einem Etherpad wie zum Beispiel EduPad durchführen oder Texte hochladen, verteilen im zentralen Kursraum, im zentralen Kursort oder Videos suchen, nicht nur auf YouTube, sondern auch in den diversen MOOCs, den Massive Open Online Courses oder auch mit Loom ganz einfach ein Video drehen, so wie ich das gerade mache, ohne eine große Postproduktionstechnologie zur Verfügung zu haben. Das vierte Element, das man haben sollte, das sich wirklich empfiehlt, ist ein Kanal für die Gruppenkommunikation, ein Instant Messenger, damit man nicht auf das langsame E-Mail angewiesen ist, wenn man zum Beispiel gerade mit Gruppen eine Online-Übung durchführt und nicht in einem Videokonferenzsystem ist, damit man trotzdem auf Fragen der Gruppe schnell antworten kann oder die Gruppe untereinander schnell kommunizieren kann. Als Messenger ist Ihnen ja WhatsApp sicherlich bekannt. Viele kennen vielleicht auch Signal. Wir empfehlen Signal, weil es einfach die privacy-bewusstere Variante ist, also Datenschutz einfach größer geschrieben wird. Und Sie können in Signal das Gleiche machen wie in WhatsApp mit einer Gruppe. Man kann so einen Diskussionsraum, einen temporären Diskussionsraum, ebenfalls mit einem Etherpad improvisieren, falls Improvisation notwendig sein sollte. Gut, das sind so die vier Elemente. Ich gehe auf die einzelnen Elemente kurz ein. Der Kursraum, der Ort im Internet, soll natürlich einfach zu bedienen sein und mindestens Datei, Up- und Download erlauben, was aber eigentlich zu wenig ist. Empfehlenswert ist Moodle, Talent LMS ebenfalls, Microsoft Teams ist gratis und Trello, hier die URL, falls Sie improvisieren müssen. Und ich zeige Ihnen auch gleich, wie so ein Trello-Kursraum aussehen könnte. Das ist jetzt nur eines von vielen möglichen Beispielen. Trello ist, wie gesagt, ein Projektmanagement-Tool und das sind alles Karteikarten, die man nach links und rechts verschieben könnte. Das heißt, es ist ein sehr lebendiges Tool. Sie müssen mit Ihrer Gruppe, Ihrer Lerngruppe ausmachen, dass die Karten nach Möglichkeit nicht verschieben sollen, wenn Sie sie nicht dafür nutzen wollen. Man kann diese Kolumnen hier natürlich nach Belieben anlegen und mit beliebigen Karteikarten versehen. Ich habe es jetzt mal beispielsweise so gemacht, dass da links ein Begrüßungsbildchen wäre und dann die Kurstermine. Hier wäre ein Kurstermin-Webinar, dann wäre eine Online-Selbstlernphase, dann wieder ein Webinar, eine Online-Gruppenarbeit und wieder ein Webinar. Wobei ich mit einem Webinar in dem Fall einfach ein Meeting mit einer Videokonferenztechnologie meine. Hier wäre zum Beispiel dann eine Kolumne für die Online-Selbstlernphase angelegt mit einem Input, einem Video, das hier verlinkt ist und einer Aufgabenstellung, die Übung 1. Dann hätte ich hier für die Übung 1 eine Kolumne angelegt und da könnte jede Teilnehmerin ihren Beitrag posten. Und das Schöne hier ist, im Gegensatz zu einem Padlet, dass dieses Trello noch eine weitere Dimension hat. Es geht sozusagen bei jeder Karteikarte in die Tiefe. Wenn ich eine Karte anklicke, dann kann ich dort kommentieren, antworten, weitere Posts hochladen, Dateien hochladen, eine Checkliste anlegen und dergleichen. Also das ist jetzt nur die übersichtliche Oberfläche. Wenn man draufklickt, geht es überall noch detaillierter weiter. Hier hätte ich zum Beispiel für die Online-Gruppenarbeit eine erste Karteikarte angelegt, ich kann dann weitere Karten drunter legen und bei jeder Karte geht es wieder in die Tiefe. Und ich kann natürlich eine Kolumne für die Lernressourcen anlegen, die verwendet werden sollen und vielleicht auch für, zum Beispiel für Fragen und Antworten im Kurs. Das ist eine von vielen Möglichkeiten. Eine Videoanleitung zu Trello und anderen Lernumgebungen finden Sie unter dem hier unten eingeblendeten Kurzlink und ein Webinar mit Erklärungen, wie man Trello im Bildungskontext gut nutzen kann, unter dem Kurzlink, der gleich darunter eingeblendet ist. Die Datenschutzinfo zu Trello haben wir hier unten auch noch als Link zumindest angeführt. Ja, damit komme ich zum nächsten wichtigen Element, Videokonferenztechnologien für Live-Treffen im Internet. Diese Live-Treffen sind wirklich wichtig für ein Gemeinschaftsgefühl, um sich als Lerngruppe zu finden. Wir empfehlen Zoom, da muss ich nur den Meeting-Host registrieren. Es muss auch, wenn dann erwartungsgemäß wieder kostenpflichtige Lizenzen zur Verfügung stehen, auch nur der Host dafür zahlen, die Teilnehmer, Teilnehmerinnen nicht. Oder es gibt eben diese Gratis-Version mit Jitsi, die aber nicht ganz so stabil ist. Es gibt eine ganze Reihe weiterer
Tools mit systematischen Vergleichen der Vor- und Nachteile, auch gerade für den Bildungskontext. Ich habe Ihnen hier zwei derartige Vergleiche hereinkopiert mit den Links dazu, die von 2019 stammen und auch wirklich nützlich sind. Zoom mögen wir aus verschiedenen Gründen sehr gern. Der eine ist die Stabilität, eine andere Besonderheit ist die hohe Flexibilität des Tools, was allerdings auch bedeutet, dass jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin selber hochflexibel ist und sich den Bildschirm und die Ansicht so herrichten kann, wie er oder sie das möchte und sich auch zuschalten kann oder ausschalten kann, wie er oder sie will. Das hier ist ein Bild unserer Arbeitsgruppe von gestern, wie wir beschlossen haben, dieses Video zu drehen und die letzte Besprechung dafür durchgeführt haben mit Zoom. Wir sitzen natürlich auch schon alle in unseren Homeoffices und haben die Infrastruktur zur Verfügung, die uns jetzt eben während der Corona-Krise in unseren Büros zu Hause zur Verfügung steht. Hier unten eine Anleitung für erste Schritte in Zoom als Teilnehmerin. Das führt zu einem weiteren Video und darunter der Link zu den Datenschutzinformationen zu Zoom. Und ganz unten habe ich Ihnen noch angeführt unter diesem Kurzlink ein Gespräch, das ich mit David Rödler, dem österreichischen Webinarexperten, geführt habe, darüber, was man wirklich braucht, wenn man beginnen möchte, Webinare oder Videokonferenzmeetings anzubieten, was braucht man da technisch und auch so an Start-Know-how für die Moderation. Das ist sicher empfehlenswert, sich das anzuschauen. Ja, ein weiteres wichtiges Element, wie gesagt, sind vor allem für die Online-Übungen Messenger-Apps, also eigentlich ein Kanal für die rasche Kommunikation in der Gruppe. Das bedeutet nicht, dass Sie jetzt für die gesamte Kommunikation in einem Lehrgang ein Messenger-App verwenden sollen, in dem Sinn, wie wir normalerweise WhatsApp verwenden, nämlich um schnell zur Verfügung zu stehen. Wir sollten uns da in keine Hetzerei treiben lassen, das ist nicht erforderlich, aber gerade wenn man eine komprimierte gemeinsame Lernphase erlebt, zum Beispiel einen Tag mit Übungen, die dann im Online-Raum stattfinden, ist es wichtig, dass man auch als Kursleiter, Kursleiterin schnell erreichbar ist und dafür leistet eine Messenger-App wirklich gute Dienste. Wie gesagt, Signal ist da hier sehr empfehlenswert. Wenn Sie versuchen, das mit E-Mail zu machen, wird es Ihnen in der schnellen Version weniger gut gehen. Signal hat eben den Vorteil einer erhöhten Sicherheit, ähnliche Funktionalitäten wie WhatsApp und etwas, was mir besonders gut gefällt, Nachrichten von Signal erreichen auch Personen, die Signal nicht installiert haben, nämlich per SMS. Also man kann diese Gruppe auch mit Personen bilden, die Signal eigentlich nicht haben oder eigentlich nicht verwenden. Das ist sehr sympathisch. Ja, was wir weiters brauchen, sind eben Lernbausteine in Form von PowerPoints, Videos, Texten, Übungen, die man eben herstellen wird aus dem vorhandenen Material, das man hat oder das man sowieso verwenden wollte. Oder man wird sich zusätzliche Videos zum Beispiel suchen, vielleicht dafür YouTube verwenden oder diese Videos eben so erstellen, wie dieses kleine Video hier mit Loom erstellt wurde. Die Videos muss man dann irgendwo hochladen und verlinken. Sobald man den Link hat, kann man ihn auf die gemeinsame Lernplattform stellen, sei das jetzt Trello oder ein Lernmanagementsystem. Und das gleiche gilt für die Texte, die man dort auch anbieten wird oder Übungen, die man dann einfach auch erstellt und anbieten wird. Wir haben vorher schon ein Beispiel dafür gesehen, wie man Übungen direkt in Trello durchführen kann. Die Lernmanagementsysteme selber bieten ja auch sehr gute Möglichkeiten, Aufgaben zu stellen. Gerade bei Moodle möchte ich auf die Möglichkeit hinzuweisen, für Aufgaben nicht das Aufgabentool zu verwenden, sondern ein Forum, weil dort bekommen Sie für die Aufgabenstellungen Lösungen, die die Teilnehmerinnen dann gegenseitig befeedbacken können, gegenseitig einsehen und befeedbacken können. Das entspricht der Arbeitskultur in der Erwachsenenbildung häufig eher als ein Abgeben von Aufgaben, die dann beurteilt werden. Aber es kommt natürlich auf Ihre Bildungsveranstaltung an.
Wie kann das zum Beispiel aussehen? Ich stelle mir vor, hier auf der linken Seite, ich gehe von einem Padlet aus und auf diesem Padlet wurde eine Aufgabe gestellt für eine Online-Gruppenphase. Jeder hat in der Online-Selbstlernphase einen Text zum Thema bearbeitet. Laden Sie diesen Text für Ihre Kolleginnen in einem Padlet hoch und teilen Sie Ihre Gedanken dazu. Hier wird also doch mit einem Padlet gearbeitet. Und auf diesem Padlet findet man dann zahlreiche Postings der Teilnehmer, Teilnehmerinnen, die dort eben einen Text verlinkt und ihre Gedanken dazu gepostet haben. Das wäre so eine Gruppenarbeit, wo im ersten Schritt Einzellösungen erstellt wurden. Und dann geht es mit dieser Gruppenarbeit weiter, mit einer zweiten Anleitung. Sehen Sie sich die Zusammenfassungen Ihrer Kolleginnen im Padlet an und anschließend verfassen Sie bitte in EduPad einen gemeinsamen Text zum Thema, der alle relevanten Aussagen sowie eine Stellungnahme Ihrer Gruppe dazu enthält. Dann ist da hier ein EduPad verlinkt und es führt hierhin. Da sieht man dann schon in dem EduPad, schreiben hier zwei Personen namens Simone und Karin. Eine Kollegin beginnt zu schreiben, es wird ihr eine Farbe zugewiesen, eine andere ergänzt dann. Man erkennt dann hier anhand der Farben auch, von wem welcher Text stammt. Und am Schluss kann man mit diesem Clear-Symbol die Farben dann auch wieder bereinigen, wenn man möchte. Das ist vielleicht ein bisschen viel, wenn Sie das noch nie gehört haben. Das muss man nicht alles verwenden. Man kommt mit einem dieser Tools aus, wobei ich im Zweifelsfall, obwohl es nicht so lebendig aussieht, im Zweifelsfall trotzdem eher ein Etherpad wie dieses EduPad empfehlen würde für eine Arbeit, bei der wirklich eine Gruppe zusammenarbeitet. Hier bei dem EduPad sehen Sie auch rechts unten, da gibt es ein kleines Chatfenster, das wurde in diesem Fall noch nicht aktiviert, aber während hier eine Gruppe gemeinsam einen Text erstellt, kann man hier unten eine kleine Chat-Unterhaltung führen und sich über den entstehenden Text austauschen. Das ist eine Möglichkeit, die in einem Padlet beispielsweise nicht zur Verfügung steht. Also wenn Sie ein Flipchart imitieren wollen und Sie haben das Gefühl, das wäre mit der Whiteboard-Funktion im Videokonferenzsystem noch ein bisschen zu anspruchsvoll für Ihre Teilnehmerinnen. Die möchten nicht so lange in der Videokonferenz sitzen, sondern sie sollen einfach mal rausgehen aus dem Online-Raum und sich einfach hier nur treffen und etwas erarbeiten, was am Schluss so ähnlich aussieht wie ein Flipchart-Ergebnis, dann kann das eine sehr gute Form dafür sein. Gut, hier unten ein Link für ein Anleitungsvideo für EduPad und noch ein paar andere Tools und auch ein EduPad zum Ausprobieren, wenn Sie möchten, einfach da reingehen und ein bisschen spielen. Und auch wieder der Link zur Datenschutzinformation über EduPad. Eine Möglichkeit, Ihre Lernbausteine lebendiger zu präsentieren, ist sicherlich das einfache Barfuß-Video-Tool. Loom, Barfuß-Videos sind diejenigen, für die man wirklich nicht viel technisches Know-how und Equipment braucht, wie für dieses Video hier. Daher diese Empfehlung für Loom, auch ein Tutorial, das man sich anschauen kann und auch hier wieder die Datenschutzinformation dazu. Videos, und das ist ein Hinweis, der mir persönlich sehr wichtig ist, Videos, gute Lernvideos, gibt es nicht nur auf YouTube oder vielleicht auch nicht vorrangig auf YouTube, sondern häufig auch im Rahmen von MOOCs, von Massive Open Online Courses zu vielen verschiedenen Themen. Und dort sind sie häufig auch wirklich als offene Bildungsressourcen lizenziert, also mit einer CC BY-Lizenz versehen oder vielleicht noch Share-alike oder so, aber Sie dürfen sie üblicherweise einfach verwenden. Deswegen empfehle ich Ihnen diese beiden Plattformen für MOOCs mit zahlreichen deutschsprachigen MOOCs, von denen entweder alle offen lizenziert sind, wie auf iMOOCs, oder viele offen lizenziert sind, wie auf oncampus.de. Ja, zusammenfassend, was brauchen wir, um mit einer geplanten Präsenzveranstaltung in den Online-Raum zu gehen? Wie gesagt, ein Kursraum im Internet, Live-Treffen im Internet mit einer Videokonferenztechnologie, Lernbausteine und einen Instant Messenger, eine Messenger-App oder einen anderen Kanal für eine Gruppenkommunikation. Das heißt eigentlich, wenn ich jetzt ein Lernmanagementsystem wie Moodle zur Verfügung habe, dann brauche ich vielleicht noch drei zusätzliche Tools und mehr nicht.
Wenn ich das nicht habe, brauche ich vielleicht 4, 5 oder höchstens 6. Damit kann ich in die Planung der Lerneinheiten gehen und was kann ich jetzt machen auf Basis dieser 4 Funktionen? Wie kann ich da jetzt Lerneinheiten planen dafür? Das ist natürlich eine Didaktikfrage. Sie können in dieser Situation, in der wir jetzt sind, einfach davon ausgehen, wie Sie Ihre Veranstaltung in Präsenz oder als Blended-Veranstaltung geplant hätten und versuchen, das zu transferieren. Das wird natürlich den Potenzialen des E-Learnings nicht voll gerecht, aber es ist sicher das, was wir jetzt schnell am besten tun können. Und ich möchte Ihnen hier anhand unseres Schemas einige beispielhafte Abläufe dafür vorstellen. Hier ein Beispiel einer halbtägigen Veranstaltung. Ich habe das jetzt Training genannt, das kann ein Seminar oder ein Workshop sein. Die Symbole hier oben stehen immer dafür, dass man hier eben ein Videokonferenz-Meeting hätte. Das hätte man bei so einem Halbtag einmal zu Beginn und einmal gegen Ende der Veranstaltung jeweils mit einer Dauer von rund einer Stunde, je nachdem, wie Ihre Lerngruppe unterwegs ist und was sie braucht. Nicht länger, es kann auch eine Dreiviertelstunde sein, zumindest zu Beginn. Selbstverständlich kann man auch rein mit der Videokonferenztechnologie eine halbtägige Veranstaltung abhalten, aber ich kann aus Erfahrung sagen, dass es für Anfänger, Anfängerinnen nicht empfehlenswert ist und es ist doch eher anstrengend für die Moderation und auch für die Teilnehmenden. Wir würden in diesem Beispiel beginnen mit einem Online-Kick-Off und würden das zum Kennenlernen nutzen und auch organisatorisches besprechen. Das Technik-Intro würden wir möglichst vorab schon durchführen. Wir würden den Teilnehmenden vorab eine gute Information zum Videokonferenzsystem schicken, das wir verwenden, und auch einen ersten Zugang zum gemeinsamen Ort im Internet, zum gemeinsamen Kursraum. Das sollten die Teilnehmenden vorher haben und sie sollten auch das Onboarding der Teilnehmenden in das Videokonferenzsystem unterstützen, indem sie beispielsweise eine halbe Stunde früher da sind und allen einzeln helfen, in den Raum zu kommen. Das ist am Anfang manchmal nicht so leicht. Danach, wenn sich alle vorgestellt haben oder mal was gesagt haben, können Sie ja einmal ein kleines Impulsreferat halten. Das würde man möglicherweise in einem Präsenzmeeting am Anfang auch einmal so machen. Und damit ist da schon mal eine Stunde leicht vergangen. Oder auch eher 1,5 Stunden, wenn die Teilnehmenden das erste Mal in so einer Form zusammenarbeiten. Dann würde ich empfehlen, ein Arbeitsblatt oder eine andere Aufgabe zu geben und unterstützend bei der Bearbeitung per Messenger-App zur Verfügung zu stehen. Das heißt, die Seminarleiterin berät, wenn nötig, ansonsten arbeitet die Gruppe oder man arbeitet auch einzeln. Dann nach der entsprechenden Zeit von einer weiteren Stunde in etwa würden die Teilnehmenden gebeten, ihre Ergebnisse auf die Online-Lernumgebung zu stellen, also auf das Moodle oder auf das Trello oder sich, falls Sie eine so technikaffine Gruppe haben, dafür bereit zu halten, mit Screensharing Ihre Ergebnisse herzuzeigen. Aber das ist nicht notwendig. Sie können die Ergebnisse einfach hochladen und Sie als Kursleiter, Kursleiterin zeigen dann per Screensharing her, was herausgekommen ist. Und dann würde man sich noch einmal treffen und die letzte Dreiviertelstunde oder Stunde für eine Abschlussdiskussion verwenden und den Transfer besprechen. Wenn man sich das so anschaut, dann sieht man auf den ersten Blick, dass man da doch einige Zeit auch mit Technikeinführung verbringt und nicht so viel an Inhalt vermitteln und erarbeiten kann, wie das normalerweise in 4 Stunden möglich wäre. Das können Sie natürlich investieren, diese Zeit, wenn Sie sagen, Sie arbeiten jetzt länger mit einer Gruppe in dieser Form zusammen, dann würde ich das auch investieren. Aber Sie können auch sagen, Sie flippen sozusagen den Kurs, drehen einiges um und schicken einiges im Vorfeld zur Bearbeitung. Ich kann Texte im Vorfeld schicken, ich kann ein Video im Vorfeld schicken und kann dann diese halbtägige Einheit intensiviert für den Austausch nutzen. Und dann habe ich vielleicht mehr gemeinsame Online-Zeit und gehe weniger getrennte Arbeitsaufträge an. Das wäre so ein schnelles Beispiel für ein halbtägiges Training. Ein weiteres Beispiel haben wir hier zusammengestellt für ein eintägiges Seminar. Da haben wir eine längere Pause eingeplant von 2 Stunden
Auch so ausgehend davon, dass das am Anfang für viele anstrengend sein könnte, wenn sie so viel mit Videokonferenzsystemen arbeiten. Wir würden davon ausgehen, dass man sich hier anfangs einmal mit einem Videokonferenzsystem trifft, dann nach der Mittagspause und dann wieder zum Abschluss und dazwischen eben mit den Lernbausteinen und der Messenger-App und einem gemeinsamen Kursort arbeitet. Also auch hier ein Kick-off mit Technik-Intro kennenlernen und organisatorischen. Dann hier der Vorschlag für eine Online-Gruppenarbeit, wo man einfach eine Aufgabenstellung gemeinsam bearbeitet, entweder in Kleingruppen oder die gesamte Gruppe. Kleingruppenaufgaben kann man sehr gut teilen, indem man mit Screensharing eine Tabelle teilt und schon zum Beispiel in der Tabelle für 5 Kleingruppen 5 Edupads hergerichtet hat mit der Adresse und dann sagt man nur mal, das ist Gruppe A, B, C, D und die Teilnehmerinnen sagen einfach ihren Namen, zu welcher Gruppe sie gehen wollen, je nachdem mit wem sie arbeiten wollen oder zu welchem Thema und sehen dann auch gleich über das Screensharing live, wie das funktionieren kann und zu welcher Gruppe sie dann gehen. In dieser Online-Gruppenarbeit würde man wieder unterstützen mit Messenger, dann könnte man wieder Ergebnisse sammeln, visualisieren und im Kursraum hochladen und dann nach einer gebührenden Pause in den Austausch und die Diskussion der Ergebnisse gehen und man könnte am Nachmittag zum Beispiel auch das selbstständige Erarbeiten eines Themas oder einer Aufgabe pro Person anregen, wobei sich die Gruppe zusätzlich bei Messenger beraten könnte. Das heißt, da hätte man dann am Nachmittag eine Einzelarbeit und ich glaube, dass das sehr wichtig ist, gerade bei so langen Online-Sequenzen oder auch Online-Kooperationen, dass man nicht immer gefordert ist, entweder im Videokonferenzsystem oder in einer anderen Form mit einer Gruppe zusammenzuarbeiten, sondern auch einmal sich für sich zurückzuziehen und individuell auf eine Aufgabenstellung zu konzentrieren, auf einen Text oder eine Aufgabe, die zu erarbeiten ist. Auch da würde man dann wieder die Ergebnisse im Online-Kursraum hochladen und dann teilen, sich dazu austauschen in einem abschließenden Videokonferenz-Meeting. Ja, und im Grunde kann man das natürlich jetzt für längere Lehrgänge ausrollen, wo man immer wieder komprimierte Lernphasen hat, die etwa einen Ganztag umfassen oder 2 Ganztage umfassen und zwischendurch eine Selbstlernphase hat. Und in dieser Selbstlernphase könnten die Teilnehmenden dann eben eigenständig arbeiten mit Lernbausteinen anhand einer Aufgabenstellung und wieder ihre Ergebnisse auf der Kursplattform dokumentieren und dort auch einander kollegiales Feedback geben, ohne viel Zeitdruck. Sie könnten das einfach im Moodle machen oder auf ihrem Trello-Board und dort einfach dann dazu diskutieren. Im Grunde sind hier 2 ähnliche komprimierte Phasen vorgestellt wie auf den vorigen beiden Folien für einen Halbtag oder Ganztag. Deswegen gehe ich hier nicht näher darauf ein. Aber dieser Ablauf ist vielleicht noch interessant, der einfach einem stärker konstruktivistischen Modell folgt. Hier würde ich auch mit einem Kick-off wieder beginnen in der Videokonferenz und dann die Teilnehmenden einladen, wirklich selber auch Lernressourcen zu erarbeiten und die auf die Kursumgebung zu stellen und eigene Recherchen zu einem bestimmten Thema durchzuführen. Dann auch vorhandene Materialien einschließlich der Selbstrecherchierten zu analysieren und daraus ein eigenes Projekt auszuwählen und sich dann vor der Selbstlernphase zu treffen und das eigene Projektvorhaben vorzustellen und mit der gesamten Lerngruppe zu diskutieren und dann zu entscheiden, an welchem Projekt dann weitergearbeitet wird. Und darauf würde dann eine Selbstlernphase folgen, wo dann die gewählten Projekte bearbeitet werden und Kursfortschritt kann dokumentiert werden auf der Kursumgebung und dort kann natürlich auch kollegiales Feedback und Feedback durch die Seminarleiterin stattfinden. Die könnte dann auch für individuelle Beratungstermine zum Beispiel mit Zoom zur Verfügung stehen. Und in der zweiten Lehrgangsphase könnten dann diese Projektfortschritte präsentiert werden und die Projekte weiterentwickelt werden mit kollegialer Beratung und dann abgeschlossen und in einem letzten Videokonferenz-Meeting präsentiert werden. Also Abfolgen mit diesen wenigen Funktionen und Tools sind für ganz unterschiedliche Längen und Zwecke von Bildungsveranstaltungen möglich.
Meine Einladung zu diesem Thema ist wirklich, sich bitte nicht entmutigen zu lassen. Falls Sie einiges von den genannten Tools noch nicht kennen, gehen Sie ruhig von Ihren Überlegungen aus, wie Sie sie auch für die Präsenzveranstaltung vorbereitet haben. Seien Sie beim ersten Mal bitte nicht zu ehrgeizig, was den Inhalt betrifft, weil diese Lernform natürlich auch einiges erfordert an Eingewöhnung und an Lernzeit. Aber man muss auch dazu sagen, bei den meisten Zielgruppen ist es so, dass gerade bezüglich Technik ein paar Lernende dabei sind, die technisch affiner sind als die Kursleitung. Da muss man einfach auch dazu ermutigen, dass sie sich davon nicht irritieren lassen. Das ist ein gemeinsames Lernunterfangen und eine gemeinsame Herausforderung, vor der wir jetzt angesichts der Digitalisierung stehen. Und die eigene Rolle zu verändern, ist gar nicht so schwer, wie man vielleicht zu Beginn denkt. Ein allerletzter kleiner Disclaimer noch. Wir haben hier dieses Modell mit Tools illustriert, über die wir nicht persönlich verfügen. Das heißt, es kann natürlich sein, dass sich an der Verfügbarkeit oder auch der Funktionalität und der Stabilität dieser Tools in nächster Zeit etwas ändert oder auch an dem Kostenmodell, das diesen Tools hinterlegt ist. Wenn Sie da ein Problem haben, dann gibt es immer die Möglichkeit, unter Alternative to nach weiteren Tools zu suchen. Und damit sage ich auch schon Danke und wünsche Ihnen wirklich gutes Gelingen und viel Mut und gute Nerven für Ihre Online-Veranstaltungen, die ja wahrscheinlich nicht als solche geplant waren. Und wer noch nicht an unserem offenen Online-Kurs teilnimmt, am EBMOOC Plus, das ist der Kurs zur digitalen Praxis für Erwachsenenbildner und Erwachsenenbildnerinnen, diejenige oder denjenigen möchte ich ganz herzlich einladen, noch dazu zu kommen. Wir haben jetzt Mitte März ca. 2300 Teilnehmer und Teilnehmerinnen in diesem Kurs und eine sehr, sehr lebendige Diskussion, die mich sehr freut. Und kommen Sie doch bitte noch und machen Sie mit, wenn Sie möchten. Es kostet nichts, nicht einmal Daten.